Essen. Nein, es ist nicht Frau von der Leyen. Es ist Nessie Tausendschön. Bitte schön. Hey, Wieder. Hallo. Pass auf. Pass auf. Ich muss so lachen, weil ich weiß ja, was kommt. Sagt der Mann zur Frau: Geliebte, ich mach dich zur glücklichsten Frau der Welt. Und dann sagt sie zu ihm: Oh, ich werde dich vermissen. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, so ähnlich geht's mir auch mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich werde sie vermissen. Obwohl ich jetzt entgegen den Meldungen vom Spiegel das Gefühl habe, dass wir die jetzt die nächsten 18 bis 80 Jahre an der Backe haben. Ja, die macht das jetzt bis zur Rente. Große Koalition hin oder her, die macht alles alleine. Eine Frau macht alles alleine. Und im Endeffekt ist das auch ein super Prinzip. So könnte man doch auch in Berlin Personal sparen. Ja, weg mit den ganzen Parteien. Und dann gäbe es nämlich bei den nächsten Wahlen auch nur eine einzige Kandidatin, unsere Angie, das ist Merkel. Und wir als Wahlvolk, wir können dann eigentlich nur noch bestimmen, welche Meinung sie die nächsten 4 Jahre vertreten wird. Da ist sie ja sowieso sehr flexibel. Hallo, hier ist Angie, eure Angie. Und heute bin ich mal voll krass supi für den EU-Rettungsschirm. Und morgen bin ich aber voll krass supi dagegen oder umgekehrt. Obwohl ich gar nichts gegen die Angela Merkel sagen will. Ich will gar nichts gegen sie sagen, weil ich finde, für das, was sie versucht, ist die sogar relativ integer. Und es gibt sogar einen Grund, weswegen ich die ganz, ganz toll finde. Und ich will Ihnen auch sagen, wieso. Weil die nämlich keine Kinder hat. Ich habe doch auch keine. Ne? Ich meine, bei ihr ist der Mann sauer, aber ich habe halt immer auf Kondome bestanden. Ich habe immer ganz zärtlich zu meinen Freunden gesagt: Kondome, Kondome, Kondome! Aber nicht um zu verhüten, nein, das habe ich gesagt, um das Kind zu fordern. Ich habe nämlich schon immer bei mir gesagt, wer in der globalisierten Wirtschaft da draußen überleben will, der darf sich doch nicht schon am Anfang von einer Gummiwand aufhalten lassen. Ja? Da muss man sich als Spermium doch durchbeißen, wenn man später in der globalisierten Wirtschaft mal die Chinesen kaltstellen will. Na gut, ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ich überhaupt die Richtige für ein Kind wäre. Weil wenn ich mir das nämlich vorstelle, hör mal, ich und ein Kind, immer nörgeln, immer quengeln, alle paar Minuten schlafen und essen und trinken. Und das Kind ist doch auch nicht viel besser. Wobei man natürlich heutzutage als Frau ohne Kind auch nicht so gut angesehen ist. Also vor allen Dingen nicht im bürgerlichen Milieu. Ich weiß nicht, ob Sie hier in Köln sowas haben, aber... nein, nein, waren Sie mal am Prenzlauer Berg? Wenn Sie da weniger als 3 Kinder haben, dann gelten Sie als unfruchtbar. Und die Politiker, die kriegen doch auch immer mehr Kinder. Und das war nämlich früher nicht so. Früher hatten die Politiker nämlich keine Kinder. Die hatten keine. Und wenn die welche hatten, dann war das für die Biografie zu Wahlkampfzwecken. Ja sicher, da hatten die sogar meist 2. Meist sogar ein Mädchen und ein Jungen. Und die mussten die damals auch gar nicht selber machen. Nein, die wurden denen zu Beginn ihrer Politikerkarriere kostenlos von den Parteien zur Verfügung gestellt. Aus SPD und CDU Zuchtfarm, aus politisch korrekter Freilandhaltung. Na, ich erzähle Ihnen doch hier keinen Stuss. Die waren zusammengemischt aus Rotbäckchen und altem Genmaterial von Heintje. Ich erzähle doch hier keinen Scheiß. Und auf dem Rücken hatten die Schilder mit den Namen, damit die Kinder überhaupt wussten, wie die hießen. Die Politiker überhaupt wussten, wie die Kinder hießen. So rum. Glauben Sie ernsthaft, so jemand wie Helmut Kohl oder so, der hätte mal mit seinen Kindern gespielt, mit den beiden Söhnen? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben von seinem armen Tropf von Sohn. Nehmen wir mal an, Kohls Kinder, die hätten irgendwas Schönes gespielt, wie Kinder halt so spielen. Nehmen wir mal an, die hätten was mit Klötzchen gebaut. Oder mit Lego. Da hat der Kohl das doch instinktiv wieder eingerissen und hat geschrien: Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Und das ist natürlich heutzutage anders. Heutzutage bekommen die Politiker Kinder. Es wird sogar im Familienministerium geworfen, im Amt.
Und alle haben Kinder. Andrea Nahles hat ein Kind, Manuela Schwesig hat ein Kind, Sigmar Gabriel hat ein Kind. Oder ist der schwanger? Nee, ich glaube, da hat irgendwas mit der Rückbildungsgymnastik nicht so richtig funktioniert. Das habe ich auch im Spiegel gelesen. Was dann aber neu dazu kam, und das fing mit zu Gutenberg an. Ich weiß nicht, ob Sie den noch erinnern. Das ist der Lümmel, der sich das Hirn immer so gegelt hat. Dass seitdem, seit zu Gutenberg, die Kinder sogar als Ausrede benutzt werden. Und das ist für mich eine vollkommen neue Dimension von Familienpolitik. Dass die Politiker ihre Unfähigkeit mit den Kindern entschuldigen. Und für mich ist das ernsthaft nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Bundeskanzler im Parlament sowas sagen wird. Sorry, Mensch, oh, ich wollte gerade eine Steuerreform machen und eine Gesundheitsreform. Hat aber nicht geklappt, der Kevin hatte Windpocken. Oder Mumpf. Oder Masern. Und am schlimmsten hat's den Kleinen vom Steffen getroffen, der Seibert. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Ach, ja, Kevin. Dankeschön. Tschüss. Merci. Wo du willst.